Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Wir haben den 24. November und ich nutze das wunderschöne Wetter, um mich bei mir auf den Balkon zu setzen und spontan ist es nicht, das habe ich schon länger im Kopf gehabt, aber ein unvorbereitetes, ein nicht geskriptetes Video aufzunehmen über ein Thema, was mich schon seit einiger Zeit bewegt, also gedanklich beschäftigt, nicht bewegt im Sinne von emotional auffühlt. In Foren, in Sammlerkreisen, egal mit wem ich spreche, immer wieder ist es ein Thema, dass die Preise für Uhren steigen. Und auch ich habe mich in Foren und in Gesprächen mit Sammlern und auch Herstellern immer wieder darüber geäußert, dass Uhren mit bestimmten Merkmalen, bestimmten Ausstattungsmerkmalen, bestimmter Hersteller in bestimmten Segmenten mir persönlich zu teuer werden und ich nicht mehr bereit bin, da dieses Geld für auszugeben. Ich habe dann eine ganze Zeit darüber nachgedacht, ob das bedeutet, dass mir die Uhren für das Gebotene zu teuer sind. Und da muss ich ganz klar sagen, ja. Denn eine normale Dreizeigeruhr mit einem Standardwerk, ohne besondere, wirklich ausgefallene Ausstattungsmerkmale, ohne besondere Schließe, ohne ein aufwendiges oder hauseigenes Band für jenseits der 2000 Euro, teilweise bis an die Grenze der 3000 Euro, finde ich schon unglaublich viel Geld und ich persönlich bin nicht bereit, das zu zahlen. Bedeutet das aber auch, dass ich diese Entwicklung für ungesund halte oder dass das nicht normal in Anführungsstrichen ist? Und als ich dann von diesem Blickwinkel drauf geschaut habe, da habe ich angefangen, etwas anders darüber zu denken. Und dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ganz am Anfang, als ich anfing, mich mit Uhren zu beschäftigen, da hat man noch sehr viel häufiger gehört als heute, dass eine gute Uhr, eine Uhr, die einen das Leben lang begleitet, eine Uhr, die wirklich etwas wert ist, ungefähr als Richtschnur ungefähr ein Monatsgehalt entsprechen sollte. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob es das Monatsgehalt ist des bundesdeutschen Durchschnittsverdieners oder das Monatsgehalt dessen, der sich die spezielle Uhr kauft. Oder aber ein Monatsgehalt zum Mindestlohn, das ist alles nicht ganz so einfach und auch nicht festgelegt. Persönlich gehe ich davon aus, dass es sich dabei immer um das Monatsgehalt dessen gehandelt hat, der sich die Uhr kauft, zumindest bis zu einer bestimmten Grenze. Also ich gehe da von unbefristet Angestellten, Beschäftigten aus und nicht von Selbstständigen und auch nicht von Geschäftsführern mit befristeten Verträgen, die üblicherweise deutlich mehr verdienen. Das nur so als Rahmen, in dem ich mich gerade gedanklich bewege. Und wenn ich mir das anschaue, dann stelle ich fest, dass die Uhrenpreise, die aktuell aufgerufen werden, gar nicht so extrem überhöht sind. Es gibt sehr gute Uhren, auch von deutschen Marken, die sich deutlich unter 1000 Euro bewegen. Und es gibt auch Uhren, die sich im Bereich, wie ich eben erwähnt habe, im Bereich von 2000 bis 3000 Euro bewegen. Aber alles das sind noch Preise, die sich im Rahmen eines Monatsnettoeinkommens bewegen oder zumindest bewegen können. Insofern sind die Preise weder unanständig, noch überzogen, noch überhöht. In gewisser Weise habe ich den Eindruck, dass sich diese Preise gerade etwas normalisieren, etwas einpendeln auf das,
vor vielen, vielen Jahren schon einmal definierte Niveau des Monatsnettoeinkommens. Jetzt kann man die Preise auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten, nämlich dem, wie die Preise zustande kommen. Ich bin beruflich Produktmanager gewesen, habe mich also auch mit Preisfindung auseinandersetzen müssen, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen oder auch zu können angesichts der Zeit, gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Arten, wie man Preise ermitteln kann. Das eine ist die kostenbasierte Preisfindung und das zweite ist die nutzenbasierte Preisfindung. Bei der kostenbasierten Preisfindung schaue ich mir an, was sind meine Produktionskosten, was sind meine Kosten, die ich auch nach dem Verkauf, also After Sales Service, Reklamationen mit reinrechnen muss. Und diese ganzen Kosten werden mit einem Faktor X multipliziert und das ergibt dann den Verkaufspreis. Extrem vereinfacht. Und dann gibt es die nutzenbasierte Preisfindung. Da schaut man sich natürlich auch die Kosten an, aber viel wichtiger als die Kosten ist die Frage, was bringt mein Produkt dem Käufer für einen Mehrwert? Also mein spezielles Produkt dem Käufer für einen Mehrwert. Ganz klassisches Beispiel hierfür ist der Liter Milch. Ob ich jetzt den Liter Milch von Firma A, B oder C kaufe, ist den allermeisten Verbrauchern ziemlich egal. Daher bringt mein spezielles Produkt dem Käufer gar keinen Mehrwert, weil er ja zu x-beliebigen Konkurrenten gehen kann. Insofern richtet sich hier der Preis am Preis der Konkurrenten, da das Produkt nahezu 1 zu 1 austauschbar ist. Also weder die Kosten spielen eine Rolle, noch ein definierbarer Nutzen für den Käufer. Ein anderes Beispiel für nutzenbasierte Preisfindung ist der Luxusgüterbereich, denn hier ist der Nutzen, den das Produkt dem Käufer bringt, und das wisst ihr alle selber, die ihr Uhren sammelt, das Gutfühlen, das Sammeln, das Schönfinden, das sich abheben, das Prestige, ein bisschen angeben, gerne darauf angesprochen werden. Alles das spielt in diesen Bereich mit rein. Und je mehr von all dem ein Produkt, eine Marke liefert, umso höher kann der Preis sein. Und im Luxusbereich ist es auch nicht so einfach, Produkte 1 zu 1 auszutauschen. Wer auf Omega schwört, wird sich keine Breitling kaufen. Wer eine Breitling angeboten bekommt, aber auf eine Rolex spart, wird sich die Breitling auch nicht kaufen. Also hier ist die Abgrenzung am Produkt, an der Marke oder vielleicht sogar am Modell selber deutlich größer als bei austauschbaren Gütern. Insofern ist auch die Argumentation, die ich oft lese, die Uhr kostet X. In der Produktion ist sie doch viel billiger, unsinnig, in meinen Augen unsinnig und auch überhaupt nicht zielführend, weil das ein Segment ist, in dem der Preis eben nicht auf Basis der Kosten gebildet wird, sondern auf dem, was das Produkt dem Käufer an Wert, an Mehrwert liefert. Und wem das Produkt keinen Mehrwert liefert, der kauft es sich eben nicht. Genau das ist das Geheimnis hinter der Preisfindung bei vielen Luxusuhren und auch anderen Luxusgegenständen. Zumindest habe ich das mal so gelernt und das ist auch meine Erfahrung aus der Praxis. Was bedeutet das jetzt für die aktuelle Entwicklung bei Neuuhrenpreisen? Die Entwicklung ist in meinen Augen weder ungesund, noch Abzocke, noch irgendwie durch eine Gier getrieben, sondern ein völlig simpler, natürlicher und auch altbekannter Marktmechanismus. Und für mich persönlich bedeutet das, dass mir bestimmte Uhren und bestimmte Feature- und Komponentenkompositionen und Zusammenstellungen
nicht den Mehrwert liefern, den ich bekommen müsste, um die neuen Preise zu bezahlen. Insofern bleibe ich bei meiner Aussage, mir sind manche Uhren deutlich zu teuer geworden, aber ich betone, mir sind sie zu teuer geworden, was nicht bedeutet, dass die Uhren generell zu teuer geworden sind, im Sinne von der Preis ist nicht gerechtfertigt, weil sich ein Preis eines Luxusgutes nur dadurch rechtfertigen lässt, was der Käufer an Wert gewinnt. Ich weiß, das ist jetzt sehr theoretisch und ziemlich verkopft, die ganze Geschichte, aber ich glaube, damit kann man ein kleines bisschen an Emotionen aus der Diskussion rausnehmen und vielleicht auch verdeutlichen, warum sich manche Preise in die eine oder andere Richtung entwickeln. Ja, war mir ein Bedürfnis, weil es mir schon lange durch den Kopf gegangen ist. Schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und wenn ihr solche Gedanken öfter hören möchtet, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr diese Gedankeneruptionen auch nicht mehr und werdet immer informiert, wenn ich was Neues mache. Bis dahin, tschüss, euer Axel.